tollen Winter Weihnachtsdeko. Und auch den Wichtel im Hintergrund kann man ganz toll Upcycling machen. Vor Weihnachten mit Tannengrün, nach Weihnachten mit deinem Weihnachtsbaum. Schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr reinschaut heute in meiner Edelrost-Werkstatt für Kronen und mehr. Dann kann man die toll bepflanzen, Deko reinmachen fürs ganze Jahr, zu Weihnachten mit Kugeln und Frühjahr mit Frühblüher und. Oder toll als Kerzenständer. Bisschen Sand rein oder Milchreis sieht toll aus für den Winter. Und die Kerze draufgestellt mit ein bisschen Grün. Aber wie gesagt, da gibt es dann die extra Videos jahresbezogen immer dazu. Aber jetzt machen wir erst einmal die Kronen. Und noch viel mehr Passendes dazu, auch in Edelrost, findest du am besten auf meiner Startseite. Kreativ-reich, die Kika-Plauderei. Und da ist oben eine ganz kleine Leiste und da steht Playlist. Anklicken. Und dann kann man Edelrost-Deko anklicken. Alle Vorlagen, die ich schon erstellt habe. Hier, ihr könnt stricken, nähen, basteln für und mit Kinder. Die große Winter-Weihnachtswerkstatt. Die Erzählfiguren, Krippenfiguren, Marionetten-Workshop im Style von Harry Potter. Häkeln, da gibt es Schorn das Schaf und Prinzessin und Flügel und Stricken gibt es Eulen und Pullis und Schals und Loops und Mützen und die große Häkel- und Strickschule, dass man das überhaupt lernt. Wie geht denn das? Einfach gemacht. Betonsachen, Engel, ganz große Engel aus Tüchern und Ästen, die man innen beleuchten kann fürs ganze Jahr. Die beleuchteten Wächter und. Das würde jetzt zu lange dauern. Ich rede schon wieder sowieso zu lang. Einfach mal reingucken und da findet man das schön geordnet. So, los geht's. Wir machen, wie gesagt, Kronen. In jeder Größe, die du möchtest. Grundlage sind einfach Konservendosen. Einfach gemacht, simpel gemacht. Auch die Vorlagen und das Material, was du so brauchst. Mit vielen Tipps und Tricks. Denn ich weiß schon, dass es auch andere Tutorials darüber gibt. Ich mache meine viele, viele Jahre schon so. Ich denke, so ist es ziemlich einfach. Ziemlich sicher. Freundinnen, die mit mir einen Workshop darüber gemacht haben, haben gesagt, mach doch mal ein Video darüber, weil es wirklich so einfach ist und auch mit Sicherheitstipps, weil man sich doch ganz schön schneiden kann, wenn man nicht vorsichtig ist. Aber die sehen toll, toll aus. So, und wie einfach die gehen, das zeige ich dir ganz gerne jetzt. Was brauchen wir denn? Dosen, Konservendosen. Größe ist egal. Klein, mittel, groß, wie du das gern hättest. Eine Blechschere, eine gute Haushaltsschere geht mit Grat vielleicht auch noch. Pinsel, Permanentmaker, Stifte, ein Kleber und nochmal einen gescheidenen Stift. Und eine Schere plus eventuell ein Klebeband. Untergrund Backpapier wäre super. So, ich habe mir jetzt da schon mal ein Blatt Papier geholt, das in der Höhe von der Dose geknickt, die ich brauche, weil wir brauchen genauso die Größe von der Dose. Höhe und Umfang, bisschen kurz, das schneide ich mir jetzt noch zu und klebe es dran, damit ich wirklich komplett das habe, wie ich es brauche. Das machen wir als allererstes. Egal bei welcher Dose, wir brauchen erstmal ein Blatt Papier, was genauso groß ist, Höhe und Umfang wie die Dose. So, das ist ein Streifen, den er braucht. Den knicken wir nochmal in die Mitte, weil wir brauchen
da wo es nicht aufgeschnitten wird, auf jeden Fall die Hälfte der Dose. So, haben wir einen Mittelknick. So, und jetzt muss das in 5 gleichmäßige Stücke geknickt werden. Ihr könnt es ausrechnen oder erstmal ausprobieren, wie eine Ziehharmonika knicken und ausprobieren, dass es wirklich komplett übereinander liegt. Ausstreichen. Wir brauchen wirklich 5 Teile dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist das nächste, was wir machen. Wie gesagt, entweder messen durch 5 Teilen und dann knicken. Oder ich habe hier ein Kästchen Papier, das waren jetzt 62 Kästchen. Und dann kann man anfangen zu knicken. Immer umdrehen und knicken. Wieder drehen und knicken. Wenn es dann nicht so ganz stimmt, ist auch nicht gar so schlimm. Es soll ja sowieso schick, ist ja wie schick sein. Und das letzte Mal. So, auch jetzt kann man nochmal in die Mitte knicken. So, dann brauchen wir den Mittelpunkt von den Kästchen. Bin ich da? Da ist es noch schöner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Mache ich mir in die Mitte einen Strich, einen Punkt, da und da. Ne, weil da Mitte ist, wo wir geknickt haben, oben im Punkt. Und dann wird einfach nur die Spitze abgeschnitten. Wenn man es mehr haben will, dann schneidet man noch mehr und dann wird halt das Gefäß unten, wo man rein dekorieren kann oder sonstiges kleiner. So. Und dann haben wir die Kronenspitzen. Die Vorlage ist immer wichtig. So. Das war alles. Besser als messen oder irgendwie was, alles viel zu umständlich an den Dosen. Dann machen wir es auf und fixieren das so auf der Dose. Klebeband. Fixiert und dann angezeichnet mit einem Permanentmaker, dass wir die Umrisse haben. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Das Anzeichnen geht am besten im Liegen und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass das jetzt da stimmt. Und die Vorlage kann man auch mehrfach verwenden. Und die kann man dann auch so nehmen und vielleicht nochmal auf der dünnen Pappe aufzeichnen und ausschneiden. Und dann hat man mehr davon als Vorlage, wenn man mehr Dosen machen will. Und jetzt... Und noch ein Tipp, ziehen geht immer besser als schieben, gerade beim Anzeichnen. Und dann dreht man und zieht man. Dreht man und zieht man. So, jetzt muss ausgeschnitten werden. Wenn ihr mit eurem... mit eurer Schere nicht durch den Rand kommt, wenn ihr eine Dose habt, wo ihr den Deckel nur abgezogen habt, nicht mit dem Dosenöffner aufgemacht habt, muss wahrscheinlich erst der Rand runter, dann müsst ihr mal einen Dosenöffner nehmen und den abschneiden. Wenn du eine gute Schere hast und kräftig genug bist, kannst du den Rand dran lassen. Schneiden geht am besten immer von oben. So, vorsichtig rausdrehen, nachschneiden. Es ist scharfkantig. Das muss dann auch geschliffen werden mit dem Schleifpapier hier, die Kanten. Oder wenn es gar nicht geht, auch mit einer ollen Nagelfeile. Und dann müssen die Spitzen rausgeschnitten werden. Wie gesagt, aufpassen, kann man sich schneiden. Und immer von oben, von unten nach oben. Also, oder ja, von der Spitze her.
erste Dosenboden hin. Weg ist es. Und das ist gar kein Hexenwerk. Und so geht es wirklich am einfachsten. Dann auch mal nachschleifen, wie gesagt. Und dann braucht man auch, wenn du möchtest, ein paar Perlen, egal welche. Die kleben wir noch auf den Spitzen. Das sieht noch ein bisschen schöner aus. Vielleicht noch eine kleine Zange, dass man die Spitzen noch ein bisschen zusammenbiegt. Und Perlen. Aufzumachen. Ich zeige das jetzt extra mal mit Schneiden, dass das wirklich gut geht. Und so einfach geht das. Und ganz toll, das habe ich auch schon mal gezeigt, geht das mit Getränkedosen. Die sind noch dünner und da kann man auch ganz tolle Sterne mitmachen. So, und dann haben wir da schon eine schöne Krone. Wie gesagt, schleifen, dann müssen wir es ein bisschen biegen. Und die Perlchen noch, wenn du möchtest, muss nicht unbedingt sein. Und die Spitzen nicht wegwerfen. Die müssen gerade geklopft werden. Und dann kann man daraus tolle Sterne kleben. Wir verwenden alles, wenn wir es schon ausgeschnitten haben. Pass auf, man kann sich schneiden. Ihr könnt jetzt da erst Perlen draufkleben, nachdem ihr bitte wirklich mit der Nagelfeile, wo habe ich sie denn, oder mit dem Schleifpapier geschliffen habt. Genau. Grobe Seite und dann wirklich schön schleifen. Sonst tut ihr euch weh. Dann Kleber am besten auf die Perle und hier oben drauf. Sitzt nicht so ganz. Eine Zange genommen oder die Schere und so ein bisschen zusammengeknickst und dann angeklebt trocknen lassen. Man kann auch nachher tolle Perlen noch drauf machen, wenn man es farblich gestaltet hat. Das liegt bei dir. Hier geht es am einfachsten. Ich habe auch eine Feile, aber wer hat die unbedingt und alle Nagelfeile geht um. Perle drauf, Sache ist fertig. So. Noch mal ein Tipp von mir, bevor ihr schleift, wäre es ganz gut, wenn ihr euch schon mal Pflaster dran klebt oder einen dünnen Arbeitshandschuh. Das hilft auch. So, dann kann man die Spitzen noch ein bisschen drehen nach außen. Dazu nehme ich gerne einen Korken oder irgendwas anderes. Vorsichtig drücken, sonst tut ihr euch weh. Das geht so am einfachsten. Ja, sieht so ein bisschen mehr aus wie Krone und das muss dann, bevor die Perlen dran kommen, gemacht werden und auch bevor eventuell noch farblich gestaltet. Du kannst auch gerne wirklich bedruckte Dosen nehmen. Die müssen dann nur grundiert werden in Weiß oder in Rost. Sehen die echt klasse aus. Wie gesagt, am besten geht es mit dem Korken. Auch am sichersten. Und das ist keine Bastelei für Kinder, muss ich wirklich sagen. Das ist zu scharfkantig. Die größeren schon eventuell, aber dann auch würde ich Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe dazu nehmen. Also ich mache das so oft und ich schneide mich auch immer wieder mal. So, und dann habe ich eine ganze Ecke Kronen, soweit fertig. Thank you.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid heute in meiner Bastelstube. Wir machen Edelrost Farbe heute selber. Hier habe ich mal ein paar Ideen. Das sind jetzt zum Beispiel die Edelrostpilze, die ich schon gemacht habe. Die waren jetzt schon länger draußen. Da sieht man auch mal, wie gut die Farbe hält. Blumen, Herzen, Schilder, Kerzen und. Und heute machen wir halt die Paste, die Farbe selber einfach gemacht, simpel gemacht und die dann auch wirklich hält. So, ich bin jetzt mit euch nach drinnen umgezogen. Das sind jetzt noch eine ganze Ecke Edelrostkerzen, die ich gemacht habe. Die findet man auch bei mir und nach kommen noch neue Ideen dazu. Alles aus Upcycling-Material, was du bestimmt zu Hause hast oder leicht finden kannst. Auch wie diese allerdings Wunderlampe. Und die sind zum Stecken ganz einfach gemacht oder zum Hinstellen mit so einem kleinen einfachen Ständer. Die ist jetzt ganz frisch gemacht, deswegen ist sie noch ein bisschen heller, aber die dunkelt noch nach und dann habe ich auch einen kleinen Trick, aber das zeige ich dann alles im Video. Und jetzt machen wir die Edelrostpaste zusammen, wenn du möchtest. Die geht wirklich einfach. Du kannst dir eine Altrostfarbe im Baumarkt kaufen. Das können die ganz einfachen sein, die billigen. Oder du mischst sie dir an, die Farbe, die du haben möchtest. Ich bin immer für die etwas dunklere Farbe, damit das gleich antik aussieht. Und dann mische ich mir dann immer ein ganz dunkles Braun in Tiefrot und noch ein Schwups Orange in ein Marmeladen- oder hier ist es ein Würstchenglas. Edelrostfiguren und Deko habe ich euch schon ganz viel gezeigt, von Tieren über Engel, Sterne, Kerzen, Deko für außen und für innen mit ganz vielen Vorlagen. Und heute kommt jetzt mal eine neu entwickelte Paste dazu, weil ich finde die andere einfach zu teuer und es kam jetzt wieder eine an und die war schon wieder kaputt und geht auch einfach. Ich benutze meine schon länger. Hat halt eine Weile gedauert, bis ich sozusagen den Test gemacht habe, dass es auch draußen sehr lange hält. So, und nochmal, also Abtönfarbe in deinen Farben. Und dazu kommt noch Backpulver. Wenn du möchtest, Sägemehl, wenn du hast. Die Körnung überlasse ich dir. Je grobkörniger, desto gröber wird natürlich die Paste. Und dann eine ganz neue Zutat, die ich super toll finde. Das ist einfach feuchtes Kaffeemehl. Einmal, was du Kaffee gekocht hast und dann das Kaffeemehl dann noch feucht. Anstatt Sägemehl, Sägerau, das ist Gott und Holz drin, kannst du auch groben Sand nehmen oder feinen Sand. Das liegt bei dir. Ein Schraubglas, wie gesagt. Und dann fülle ich jetzt erstmal Farbe ein. So, die dunkelbraun. Das kommt immer auf dich drauf an, wie viel du arbeiten möchtest. So viel Farbe kannst du dir nach deinem Gusto anmischen. Man sieht auch, die sind unterschiedlich fest. Vorher natürlich gut schütteln. Jetzt kommt die dunkle Rot rein. Und ich nehme dann so einfach ein Stäbchen oder ein Ast, was zu Hause ist. Und wenn das dann deine Farbe noch nicht ist, kann man auch ein bisschen Orange mit reinmachen. Da immer vorsichtig mit umgehen, weil die färbt dann wirklich richtig doll auf. Wenn es nicht so geworden ist, wie du das möchtest, von der Farbe her kannst du nochmal
in Esslöffel oder so schwarz zugeben, dann färbst du sozusagen ein bisschen zurück und dann passt es dann auch wieder. So, ein bisschen rot. Und dann muss man wirklich lange rühren, bis dann wirklich seine Lieblingsrostfarbe durchkommt. Noch ein bisschen Orange. Und wie gesagt, wenn es alles nicht so passt, nochmal einen Esslöffel Schwarz rein und dann von vorne angefangen. Das ist so die Grundfarbe. Und dann kommt entweder Sand oder Kaffeemehl rein. Kommt auch wieder jetzt drauf an, wie viel Farbe du anmischst. Ja, das ist ein halbes Literglas. Jetzt habe ich ungefähr halb voll Farbe und so, dann 4-5 Teelöffel Sägemehl rein und gut durchrühren. Das ist ganz wichtig. Und wenn du es noch kompakter haben willst, dann mach ruhig noch ein bisschen Sägemehl dazu oder Sand. Und dann das gleiche mit dem Kaffeemehl. 2, 3, 4, 5. Und auch gut rühren. Und zuletzt dann das Backpulver rein. Wenn das ein bisschen zu fest wird mit der Zeit, kann man immer noch ein bisschen Wasser reinmachen. Nach und nach kippen und dann hat man seine Paste. Und das sind ja jetzt eher, sagen wir mal, Hausmittel, die man hat, bis auf die Farben, aber die kriegt man ja easy. Die hat auch manchmal der Discounter und da kaufe ich auch meine Farben, weil ich male auch große Wandbilder. Gerade bin ich an einem ganz großen Wandbild über 3 Meter mal 2,50 Meter hoch vom Hobbit. Hobbitgarten, Hobbithaus mit Hügeln und einem tollen Sonnenuntergang, wo man von innen nach außen schaut. Und dann mache ich auch Bühnenbilder, ganz große, 12 Meter mal 3 Meter hoch für Schwänke, also Luststücke, aber auch Krimis. Stücke mit Vampiren, Burgen, Kindertheater, das male ich alles. Und dann nehme ich wirklich auch diese Farben dazu. So, und dann ist er auch schon fertig. Die Konsistenz ist wirklich diesmal richtig gut. Wenn dir es zu dünn ist und sie läuft, vielleicht noch ein bisschen Kaffeemehl oder Sägerau dazu. Und dann hoffe ich sehr, meine Idee hat gefallen. Ganz viele Ideen zu Edelrostfiguren findest du meinem Kanal aus. Verpackungen gemacht. Alles Liebe und bis wieder mal eure Dani. So, wenn die Edelrostpaste dann fertig ist, bei jedem Arbeiten gut aufrühren. Ich habe dann immer so ein Stäbchen dabei und stelle das Glas auch, weil es wirklich manchmal schmiert, gern in eine Box, hier wie eine Eisbox. Dann empfehle ich die Hand, die Kronen halten und die Deko in Handschuh. Wieder aufpassen, man kann sich schneiden. Hier zum Beispiel bei der Krone habe ich kleine Metallplättchen draufgeklebt. Die lasse ich so. Finde ich schön. Die rostet sowieso mit der Zeit. Und die anderen mit deren Perlen, die möchte ich grundieren. Am besten erst in feuchten Pinsel, Paste und dann wirklich gut drauf machen. Kann man dann auch noch zwei, dreimal, wie man das möchte. Und es geht wirklich am besten, wenn du dann Handschuhe anhast, auf Backpapier, unten drunter, außen, Boden mache ich nicht. Irgendwo muss man es hier draufstellen. Aber ansonsten kommt jetzt da auch über die Perlen die Edelrostfarbe drüber hin. Aufpassen, dass sie schon trocken sind, dass sie gut kleben.
Und dann hat man es schon toll gestaltet. Und die Farbe hält wirklich super. Ich finde es halt gut, wenn es innen und außen mit der Farbe gestaltet ist. Jetzt kleckere ich gerade ein bisschen. Und noch ein Tipp von mir. Damit man nicht immer den Pinsel sauber machen muss, weil man muss ja erstmal trocknen lassen, wenn man es zwei, dreimal machen will, dann einfach den Pinsel in eine Gefriertüte tun. Dann trocknet die Farbe nicht ein und man kann dann gleich weiterarbeiten und erst zum Schluss den Pinsel gut auswaschen, weil sonst kann man nicht mehr benutzen. Der wird total hart. Und da hat man ja nichts davon. So, innen, yep. Und dann auch außen. Aufpassen, ne? Auch wenn es geschliffen ist. Es kann noch wehtun. Und dann zum Schluss mache ich die Kanten nochmal. Das schützt dann auch davor, dass man sich schneidet, weil es einfach stumpfer macht.